An der Max-Eitz-Schule ist man zwar als Europaschule daran gewöhnt, immer wieder Delegationen und Schulklassen im Rahmen europäischer Schulprojekte zu Gast zu haben, jedoch hatten diese Besucher die bisher sicher weiteste Anreise. Ein Mädchenchor aus der Stadt Binzhou in der ostchinesischen Provinz Shandong gelegen, gab ein kleines Konzert in der Aula der Max-Eitz-Schule. Begleitet wurde der Chor von einer Delegation ihrer Heimatstadt. Auf Einladung der Landesmusikakademie besuchte der Chor unsere Region. Lothar Beoneck, der Leiter der Landesmusikakademie in Schlitz, ging in einer kurzen Rede auf die freundschaftlichen Beziehungen zu den chinesischen Gästen ein und erwähnte, dass man in Zukunft die kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit erweitere. Anschließend genossen die Zuhörer die Gesangsvorträge des Mädchenchores. Der Schulleiter Friedhelm Walter und der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschki bedanken sich bei den Gästen mit einem kleinen Präsent.